Der i3, eine wahre Innovation aus dem Hause BMW, kommt im Herbst 2013 auf den Markt. Der Kompakte ist speziell als Elektrofahrzeug entwickelt. Ein Auto, bei dem der bayerische Automobilhersteller völlig neue Wege geht. Wir haben ein Drive- und Live-Modul, das dann mehr oder weniger zusammengeklebt wird. Das heißt, wir haben kein klassisches Presswerk, wir haben keinen herkömmlichen Rohbau und keine Lackiererei für die Fahrzeuge. Und damit konnte man extreme Ziele in der Nachhaltigkeit erreichen. Gebaut wird der i3 im BMW-Werk in Leipzig. Und bei BMW ist man stolz auf eine besondere Errungenschaft. Als erster Hersteller überhaupt bringen die Bayern Carbon in der Großserie zum Einsatz. War dieses extrem leichte Material bislang der Verarbeitung in Supersportwagen vorbehalten, hat BMW Wege gefunden, es kostengünstig für die Serie zu produzieren. Also beim i3 als Elektrofahrzeug spielt natürlich das Gewicht eine entscheidende Rolle, weil je niedriger das Gewicht ist, umso höher ist die Reichweite. Sondern um das zu erreichen, verwenden wir hauptsächlich zwei Materialien. Einmal Aluminium, das ist eher im Bereich der Bodengruppe, wo auch die Elemente von unserem Antriebsstrang drin sind, Motor, Batterie und Getriebe. Und in der eigentlichen Fahrgastzelle verwenden wir Carbon- oder kohlefaserverstärkten Kunststoff. Und damit erreichen wir ein sehr niedriges Fahrzeuggewicht und das trifft sich sehr gut mit den Reichweitenanforderungen, die wir mit dem Fahrzeug erreichen wollen. Ein Gesamtgewicht von gerade mal 1250 Kilogramm bringt der BMW i3 auf die Waage. Ohne Carbon wäre dies nie zu realisieren gewesen. Denn es ist 50% leichter als Stahl und immerhin noch 30% leichter als Aluminium. Aber dank der speziellen Bauweise der Karosserieteile extrem sicher. Also bei einem Stahlfahrzeug in diesem Fall Seitencrash kommt es doch zu einer deutlichen Biegung des gesamten Fahrzeugs, auch eine deutliche Eindringung des Pfahls in den Innenraum. Bei diesem Fahrzeug mit der Kohlefaserkarosserie haben wir deutlich geringere Intrusionen. Das kommt natürlich dem Überlebensraum des Insassen sehr zugute, sodass also ein sehr geringes Verletzungsrisiko besteht. Gute 160 Kilometer kann der i3 zurücklegen, ehe er wieder aufgeladen werden muss. Umweltfreundlich ist man unterwegs. Wir haben uns gemessen an einem Verbrenner und wenn wir uns hier vergleichen über den gesamten Lebenszyklus von der Herstellung bis hin zur Nutzung, dann hat unser i3, unser MCV Megacity Vehicle 50% weniger Treibhauspotenzial im Vergleich zu einem 118D. Wenn die Serienfertigung des i3 angelaufen ist und er dann auf den Markt kommt, ist er ein ideales Fahrzeug für die Stadt und für Ballungsräume. Dank Elektroantrieb und dem Einsatz von modernsten Materialien stellt BMW unter Beweis, dass Mobilität und Umweltschutz sich einander nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil. Check out motorblog.com for more info and other cool car videos and features.